Hallo Berlin. Ja, ich war am 2.8.2020, habe ich hier am 2.8. habe ich mein direktes Lied, das hatte damals erst 20 Strophen, heute hat es 34, habe ich hier quasi uraufgeführt, am 2.8.2020. Und am 29.8.2020 wollte ich es hier im Mauerpark ein Stückchen weiter, also nicht hier, nochmal singen, bin dann aber direkt verhaftet worden. Also bevor ich überhaupt anfangen konnte zu singen, als ich am Gitarre stimmen war. Und das war eine ziemlich brutale Verhaftung. Ich bin dann auch mit ins Polizeiauto gekommen und also das war ziemlich übel. Und dann ging eigentlich, also pausenlos passierte irgendwas, dass im September bekam ich eine Razzia. Ich bin Ärztin, wie gesagt, und habe Maskenbefreiungsatteste ausgestellt. Und im Dezember habe ich schon den Strafbefehl bekommen. Und danke. Und der war damals 5 Monate Gefängnis oder 22.500 Euro. Und dadurch, dass ich in Berufung gegangen bin, ist der dann, so hat die Staatsanwaltschaft das zumindest angekündigt, bis auf 2 Jahre. Also das haben sie mir in Aussicht gestellt, hochgegangen. Oder eben dann über 100.000 Euro. Und die Verhandlung, die Berufungsverhandlung, die ist jetzt 2-mal kurzfristig verlegt worden. Ich weiß nicht genau warum. Die erste war eigentlich September 21. Die zweite war am 6. Mai diesen Jahres geplant. Das war mein Geburtstag. Da hatte der Richter die Verhandlung, ich weiß nicht ob extra, aber auf meinen Geburtstag verlegt. Und aber auch die wurde kurzfristig abgesagt. Vielleicht liegt das daran, dass ich den ganzen Widerstand zu meinem Geburtstag eingeladen habe. Also auf meinem Telegram-Kanal. Und ich glaube, der Richter wollte das nicht so. Ja, also ich warte immer noch auf die Verhandlungen. Die Approbationsbehörde hat mir in der Zwischenzeit angeraten, meine Approbation doch freiwillig abzugeben, weil ja meine Persönlichkeit offensichtlich unwürdig und unzuverlässig sei und ich charakterlich für den Arztberuf nicht geeignet. Und sie haben mir da noch eine letzte Chance gegeben, nämlich eine eidesstattliche Erklärung zu unterzeichnen, keine Maskenbefreiungsatteste mehr auszustellen. Das habe ich natürlich nicht getan. Ich habe dafür ein neues Lied geschrieben. Ich werde heute aus Zeitgründen nicht mein direktes Lied, das könnt ihr alle in YouTube hören, singen, weil sonst hätte ich keine Gelegenheit mehr, irgendein anderes Lied zu singen. Und ich habe in der Zwischenzeit noch mehrere neue Lieder gemacht. Und das Lied, was ich als Antwort auf die Approbationsbehörde gemacht habe, damit möchte ich jetzt anfangen. Und das habe ich ganz bewusst, das ist eine Erinnerung an den Hippokratischen Eid. Und das habe ich ganz bewusst in mehreren Sprachen verfasst, weil eigentlich hätte ich gerne, dass alle Ärzte, weil das ja ein weltweites Problem ist, die Ärzte in der ganzen Welt den Hippokratischen Eid, das Genfer Gelöbnis, in ihrer Landessprache zitieren. Also dieses Lied ist eine gute Gelegenheit dazu, zumindest die Passagen, die Ihnen besonders wichtig sind. Und dann kann man ja sich einen Refrain aussuchen. Ich bin auch sehr offen für noch weitere Sprachen. Also bisher existiert es in 7 Sprachen. Aber meine Lieder haben so die Eigenart, Kinder zu kriegen. Also das direkte Lied hat jetzt auch 34 Strophen. Deshalb, das müsst ihr euch dann in YouTube anschauen. Hört man die Gitarre? Ärztliche Berufsordnung. Ärztinnen und Ärzte üben ihren Beruf nach ihrem Gewissen, den Geboten der ärztlichen Ethik und der Menschlichkeit aus. Sie dürfen dabei keine Grundsätze anerkennen
und keine Vorschriften oder Anweisungen beachten, die mit dieser Aufgabe nicht vereinbar sind. Oder deren Befolgung sie nicht verantworten können. Menschlichkeit und Wohlergehen, die Würde des Patienten sehen, die Freiheit und die Ehre respektieren. Menschenrecht, Autonomie, das ist so wichtig wie noch nie. Das wollen wir auf keinen Fall verlieren. Hippokrates ist mein Idol, es geht hier ums Patientenwohl. Das sollten wir jetzt endlich mal kapieren. Hippokrates ist mein Idol, es geht hier ums Patientenwohl. Das sollten wir jetzt endlich mal kapieren. L'autonomie et la dignité, mes passions ont priorité, les droits humains et les libertés civiques. Consacrer ma vie et tout mon cœur au service de l'humanité, je fais ces promesses en heure sans aucune critique. Et moi j'adore Hippocrate, la santé des patients maltresse, mais pas les ordres de la politique. Moi j'adore Hippocrate, la santé des patients me tresse, mais pas les ordres de la politique. Danke. Ärztinnen und Ärzte dürfen bei ihrem ärztlichen Handeln keine Weisungen von Nichtärzten entgegennehmen. Der Arzt ist zur gewissenhaften Berufsausübung verpflichtet und hat dabei sein Handeln am Wohl des Patienten auszurichten. Bei der Behandlung hat er die Würde des Menschen und insbesondere das Selbstbestimmungsrecht des Patienten zu beachten. Autonomia e la dignidad, los pacientes tienen la prioridad, derechos humanos y la libertad civil, el honor y la sinceridad, dedicar mi vida a la verdad y con ilusión al servicio de la humanidad. Sigo el camino de Hipócrates, la salud del paciente es mi interés, y solo obedezco a mi propia conciencia. Sigo el camino de Hipócrates, la salud del paciente es mi interés, y solo obedezco a mi propia conciencia. Autonomie, Empathigkeit, mein Patienten haben Priorität, Menschenrechte und Ehre respektieren. Weit mein Herz in all mein Leben, um an der heilen Menschheit zu geben, kann das jeder beloven, anders wäre. Wahrheit, das ist alles wahr, in Freiheit hat er mir gebracht. Hippokrates ist mein großer Ideal. Wahrheit, das ist alles wahr, in Freiheit hat er mir gebracht. Hippokrates ist mein großer Ideal. Danke. Gibt es Holländer hier? Genfer Gelöbnis, Hippokratischer Eid. Ich gelobe feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschheit zu stellen. Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patienten respektieren. Die Autonomie und Würde respektieren. Musik.
la dignità, i pazienti hanno la priorità, diritti umani e la libertà civile, l'onore e la sincerità, dedico la mia vita ed il mio cuore al servizio dell'umanità. Seguo il cammino d'Ippocrate di avere scelte libere e non dimenticare mai la verità. Seguo il cammino d'Ippocrate di avere scelte libere e non dimenticare mai la verità. Autonomy and dignity, my patience a priority, human rights and civil liberties. I dedicate my life and heart to the service of humanity. I swear by my honor, my best abilities. I promise that I'll never be a slave, I like democracy, and I will keep my promise since I'm free. I promise that I'll never be a slave, I like democracy, and I will keep my promise since I'm free. Danke. Ich werde mein medizinisches Wissen nicht anwenden, um Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten zu verletzen. Selbst wenn ich bedroht bin, ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre. Es gelühe Bessala, hasta la dumen umoruna, ala dum hayatimi in Sangloha. Was geht schmieden dordan, Hippokraten jolontan, heißeten bedamse slohontan. Tam bir köle olamam, yalanlara kanamam, asla dönmem dost doğru yoldan. Tam bir köle olamam, yalanlara kanamam, asla dönmem dost doğru yoldan. Menschlichkeit und Wohlergehen, die Würde des Patienten sehen, die Freiheit und die Ehre respektieren. Menschenrecht, Autonomie, das ist so wichtig wie noch nie. Das wollen wir auf keinen Fall verlieren. Hippokrates ist mein Idol, es geht hier ums Patientenwohl. Das sollten wir jetzt endlich mal kapieren. Hippokrates ist mein Idol, es geht hier ums Patientenwohl. Das sollten wir jetzt endlich mal kapieren. Dankeschön. Ja.